Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur neuen Folge meines beliebten Formates hier jeden Mittwoch auf dem Channel. Herzlich willkommen zu einer Mod vorgestellt. Ich freue mich riesig, dass ihr heute alle wieder reinschaut und dabei seid. Der ein oder andere von der Community, der hat mich auf diese Mod drauf aufmerksam gemacht, weil es ging um das ganz, ganz große Thema Reichweite. Ihr wisst ja ganz genau, dass wir die Piratenschiffe ganz am Anfang bei meinem mittlerweile Season 6 Spielstand benutzt haben, um hier den Alonso Graves so gut wie es geht aus den Landen zu vertreiben. Das hat auch schon gut funktioniert. Das Problem ist dran, dass wir die Trefferpunkte indes nicht wirklich massivst erhöhen können, weil es gibt halt nur zwei Sockel unten drin. Und das Geld ist auch immer recht knapp. Also haben wir uns gefragt, gibt es denn noch andere Möglichkeit, dass man die Schiffe boosten kann? Und ja, die gibt es mit Better Item Specialists, meine Lieben. Was es da damit auf sich hat und alles das jetzt gleich. So, und dann gehen wir mal rein. Heute möchte ich euch nicht nur eine kleine Mod vorstellen, nein, heute möchte ich euch anhand dieser Mod auch, klar, die dementsprechenden Nachteile dieser Mod präsentieren. Und danach möchte ich euch zeigen, wie man das anpasst. Ja, wir gehen direkt rein in die Mod-Asset und dann könnt ihr das dort anpassen, sehr, sehr gerne, und könnt dort wieder das Normale bzw. das Optimum rausholen, wie ihr gerne möchtet. Okay, ganz, ganz wichtig am Anfang ist, was macht denn Better Item Specialist? Better Item Specialist hat sich in dieser Mod, also der Modder hat sich in dieser Mod drauf fokussiert, die Schiffe besser zu machen. Das heißt, nicht übermäßige Trefferpunkte oder nicht mehr Schaden oder so, nein, mehr Geschwindigkeit. Mehr Geschwindigkeit, auch wenn man getroffen ist. Ein, zwei neue Spezialisten mit rein, die sind auch nicht legendär oder so, sondern die sind wirklich episch, ungewöhnliche Sets an meinem Bild hier oben. Dafür auch herzlichen Dank, Dennis, für die Erstellung der Thumbnails. Und ganz rechts auf der Seite seht ihr das neue sogenannte Telemobiloskop. Was macht das Telemobiloskop? Ja, ganz einfach, Reichweite eurer Angriffe plus 80%. Und jetzt, wenn ihr überlegt, dass so ein Linienschiff schon sehr, sehr weit feuern kann und dann haut ihr dieses Telemikroskop da nochmal rein, dann glaubt mir, wenn ihr dann, das wird dann wirklich so ein stationäres Geschütz auf dem Wasser. Wenn ihr dann noch die richtige Militärtaktik anwendet, sondern ne, einfach stehen bleiben und egal was dort vorbeifährt, wird dort beschossen, da muss ich euch wirklich attestieren, dass das, wenn ihr das mit zwei, drei Linienschiffen macht und die dort auf dem Pulk wirklich warten lässt, dass es dann ein schöner Ersatz zu so einem, ja, zu so einem Küstengeschütz. Ganz einfach. Dieser Mod hat aber auch Nachteile. Und diese Nachteile möchte ich euch jetzt gleich im Gameplay zeigen. Dann möchte ich euch in den Assets zeigen, wie man die wieder anpasst. Dann zeige ich euch, welche Auswirkungen unsere Anpassung im Spiel haben. Und dann möchte ich euch die ganzen feinen Kadetten bzw. hier die ganzen feinen Telemikroskope zeigen. Okay? Ich freue mich riesig auf euch. Das wird heute ein kleiner Step. Denkt dran, Timestamp oder beziehungsweise den Zeitstempel. Und wenn ihr mich ein kleines bisschen unterstützen wollt, auch für diese Modfolge, wenn ihr es noch nicht getan, gebt mir bitte eine Chance. Vielen lieben Dank. Dann machen wir mal los. Als erstes gehen wir rein ganz kurz ins Gameplay. Leider hat die Mod nicht nur Vorteile, sondern leider hat die Mod auch ein, zwei Nachteile. Ein, zwei Nachteile indes, dass hier zum Beispiel die Schilde, also die ihr alle kaufen könnt, diese ungewöhnlichen, diese seltenen und diese epischen Schilde, dass die halt derbe im HP-Punkte-Pool genervt worden sind. Das werden wir jetzt gleich zusammen, werden wir ändern. Und zwar werden wir händisch direkt in die Asset reingehen, in die Asset dieser Mod. Und dann schrauben wir an den drei Punkten rum. Ja, das heißt im Prinzip nur an den drei Schilden. Als Beispiel, dieses Schild bekommt dann nach unserer Tuning Core statt 50 Trefferpunkte, bekommt dann 750 Trefferpunkte. Und ich hoffe, dass wir dann hier noch das ein oder andere Schild hier unten vielleicht gleich sehen werden. Guck mal, ne, dass die verstärkten Schotten, das ist dann auch ein Schild, hier was genervt worden ist, nur noch mit 100 Trefferpunkten, und dieses Schild bekommt dann als Beispiel 1500 Trefferpunkte. Das heißt, für 262.000 lohnt sich das wirklich wieder, diese Schilder zu kaufen. Okay, wir schauen uns genau das jetzt im Detail an und danach gehen wir in die Mod rein und ich zeige euch diese neuen Items, wie die eure Reichweite an den Schiffen erhöhen, und zwar immens. Los geht's! So, und jetzt möchte ich euch mal anhand dieser Asset zeigen, wie ihr zumindest die Schilde wieder auf Normalstand zurückbeordern könnt. Ihr wisst ja auch, die Schilde wurden etwas angepasst, beziehungsweise die guten hölzernen Rümpfe und so weiter und so fort. Und das möchten wir dann auch im Spiel mal sehen, okay? Was hat der Modder gemacht? Ganz einfach, der hat die Schilde
in den HP, also wenn man die kaufen kann, hat er den in den Bonus HP etwas gesenkt und wir gleichen die uns dann einfach wieder auf Normal Level an. Das heißt, wenn ihr bei euch normal auf dem Rechner seid, dann sucht bitte direkt euer Anno 1800 aus. Bei mir steht das wieder ganz normal unter Programm 86, dann Ubisoft Game Launcher, ne, ihr kennt das Games, dann hast du Anno 1800 und dann hast du hier deine Mods. Und dann bist du direkt in den Mods drinnen. Denk dann bitte, das ist der alte Mod-Ordner. Die Mods vom Mod-Browser bzw. von Mod.io stehen wo ganz anders. Das hier sind die Mods, die ihr nach wie vor händisch verändern könnt und müsst, um die auf den aktuellen Stand zu halten. Okay? Im anderen Ordner auf Mod.io bzw. Mod-Browser werden die automatisch auf dem aktuellen Stand gehalten. Und jetzt macht das ganz einfach. Jetzt tut ihr hier oben mal sortieren. Na, und zwar geht er dann ganz, ganz runter, einfach sortieren. Ich habe hier oben den Namen angewählt und zwar nach unten, ne, damit A zuerst angezeigt wird und Z ganz, ganz unten. Jetzt scrollt er ganz, ganz runter und dann seht ihr hier unten die Mod, die hier eingeladen worden ist und hier die Better Items Specialists. Klickt das gerade an und dann geht ihr hier wirklich, geht weiter auf Data, auf Config, auf Export, auf Main, auf Asset und dann habt ihr hier eure Asset.xml-Datei, die ihr ändern könnt. Auf der rechten Maustaste, wenn ihr jetzt hier mit Öffnen geht, dann würde ich euch empfehlen, nehmt gerne das Notepad, also hier das Notepad++. Da ist ganz klar hinterlegt, über verschiedene Zahlen, welche Ranges und so weiter, welches das haben. Ihr seht hier oben zum Beispiel das High Powered Scope Rare, ne, das hat man ja gerade, beziehungsweise werden wir das im Spiel noch angucken. Das ist dieses, ja, seltene Fernrohr, sage ich mal. Das hat 40% Reichweite. Hier hast du dieses epische, ne? Das ist das sogenannte Telemobiloskop. Das hat 80% Reichweite und hier gibt es das ganz normale, das grüne. Das hat 20% Reichweite. Das könnt ihr auch etwas anpassen, wie ihr das gerne wollt. Ich würde die Finger davon lassen. Wo wir jetzt rangehen, das sind die drei Hitpoints bzw. die Hitpoint-Pools von den Schilden. Und das seht ihr hier, Fine, Wood, Hull, Ankommen. Das ist tatsächlich so, dass ihr jetzt von den 25, weil das gibt uns nur 25 Punkte HP raus, wenn ihr das kauft, ist eigentlich dann nichts wert. Und da gibt man dann einfach eine 0 dahinter. Dann haben wir jetzt 250 Punkte für das Schild, wenn wir das kaufen, als Boost. Dann haben wir hier unten das Merch, ne? Also dieses normale Feinstil Hull Rare Schild. Das ist im Prinzip genau dasselbe, nur halt, ne, im selten. Und dann geben wir statt 50 Punkte Hitpoint, geben wir 500. Und hier unten kommt jetzt dieses Reinforced Bulkhead Epic. Das ist dieses epische Schild. Und da können wir statt 100 Punkte, geben wir dann einfach noch eine 0 dazu auf 1000. Ihr könnt das auch gerne anpassen, wie ihr das wollt. Ihr könnt auch hier sagen, gut, für das epische gehen wir hier mit 1500 Punkte rein. Für dieses normale, also für das seltene machen wir dann 750. Und für das normale Schild, für das grüne, nehmen wir 500. Je nachdem, wie ihr das gerne wollt. Ihr könnt das gerne anpassen. Ich möchte es euch nur zeigen, wie das geht. Na, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Wenn ihr das getan habt, seid bitte so gut, speichert bitte den ganzen Spaß, ne? Und geht rein auf hier oben auf die Diskette. Ihr seht es nochmal, also ich hoffe mal, dass man meinen Mauszeiger relativ gut erkennen kann. Hier oben auf der linken Seite, also ganz, ganz oben. Und dann seht ihr hier oben einfach den Disketten-Button, einfach speichern und dann hat sich die ganze Sache schon erledigt. Wir gehen jetzt nochmal ins Spiel und ich zeige euch hier die Auswirkung. Okay? Bis gleich. Ich kann ja hier etwas mehr scrollen bzw. etwas mehr runterfahren und das seht ihr hier zum Beispiel, ne, die neuen Mobiloskope, die zeige ich euch gleich im Anschluss. Ich gehe jetzt hier mal direkt auf die Schilde und möchte euch mal zeigen, was das hier jetzt für Auswirkungen hat. Und zwar gibt es ja drei verschiedene, haben wir ja gerade eben gesehen. Es gibt das Epische, es gibt das Seltene und das Ungewöhnliche. Hier haben wir zum Beispiel das Seltene. Wir haben gerade eben eingegeben 750 Trefferpunkte und das seht ihr dann hier, ne? Also das sind genau diese Auswirkungen. Normalerweise hätte das Teil nur 50 Trefferpunkte gegönnt, hätte im Prinzip keinen großen Nutzen mehr gehabt, das Schild. Und deshalb sage ich, die 750 Trefferpunkte sind mehr als gerechtfertigt. Wenn man jetzt noch etwas weiter hochscrollt, schaut mal, dann sieht man den guten hölzernen Rumpf. Das ist das grüne Schild, das ist das Ungewöhnliche. Für 26,5 Riesen zu kaufen, gönnt uns nochmal 500 Trefferpunkte on top. Finde ich richtig gut. Das ist eine super Alternative. Oder wer es richtig haben will, der kann auch dann gerne die verstärkten Schotten, kann er sich holen für 1500, was wir eingegeben haben. Okay? So einfach ist es ja, die Assets zu verändern. Wie gesagt, wir haben das nur für die Schilde gemacht. Ihr könnt es auch für jedwede andere Dinge, aber
Das könnt ihr dann machen, wie ihr das gerne wollt. Okay? Nur bei den Schilden hier, also denke ich mal, dieser Trefferpunktepool oder der Bonus, der ist jetzt durchaus gerechtfertigt für den Preis. Wir gehen jetzt rein und ich zeige euch anhand von den Piratenschiffen die neuen Teleskope. Bis gleich. So, und dann ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im aktuellsten Spielstand. Hier ganz, ganz frisch für euch. Der Alonso hat wieder in der neuen Welt eine neue kleine Insel aufgebaut und die wollen wir jetzt ihm versuchen wieder abzunehmen. Und zwar habe ich da diese neuen Fernrohre, habe ich da beziehungsweise diese Mod habe ich für euch eingeladen, habe verschiedene kleine Piratenschiffe, die sind ja über die Imperio super, super stark und habe dann hier nochmal mit den Fernrohren nochmal für viel mehr Angriffsreichweite gesorgt. Ihr wisst ja, 70 dps, das ist durchaus ausreichend. Wir gehen hier nochmal rein mit 40% Reichweite auf die blauen, ne? Im Prinzip auf die seltenen Fernrohre. Wir können nochmal schauen, hier gibt es dann die epischen, die haben 80% mehr Reichweite. Und schaut mal, also wenn er fast rauszoomt, und da habe ich schon eine Mod mit eingebaut, und guckt mal, also das ist ein super, super großer Bereich, was hier dieses kleine Piratenboot abstützt. Und selbst wenn ich irgendwo vielleicht nochmal ein grünes Fernrohr habe, dann hat es auch nochmal 20% mehr Reichweite. Wobei ich sehe es gerade, ich habe nur die blauen, beziehungsweise ich habe nur die epischen. Ist aber kein Problem, gehen wir die Items rein, Unbekannte, gehen wir die Schiffe und dann zeige ich euch nochmal auch dieses grüne, beziehungsweise dieses ungewöhnliche gute Fernglas. Das Ding hat 20% mehr Angriffsreichweite. Ne? Nicht vergessen, so hier sieht es aus. Das sind hier die neuen Items, die hier dann an den Start gehen. Wie gesagt, das hier ist das blaue, das stark vergrößerte Teleskop mit 40% Reichweite. Und dann hast du hier noch das sogenannte Telemikroskop. Also die drei, die hauen es jetzt mal wirklich raus. Einige andere Spezialisten wurden mit der Mod auch etwas verändert. Und zwar nicht nur zum Thema Kampfkraft, sondern wie gesagt auch zum Thema Movement Speed und zum Thema Reichweite. Und jetzt werden wir mal den Alonso, seine Insel, werden wir mal angreifen. Weil guckt mal, ne? Also die hauen schon rein. Das war mir schon klar, dass es hier schon Minen gibt. Das habe ich mir schon gedacht. So ist es halt. Und guck mal, von wie weit außen die Schiffe schon reinballern, ne? Gut, das hier ist jetzt, ja, eine absolute Katastrophe. Und das war's. Schon haben wir die Insel erobert. Wir nehmen das Ding komplett ein. Und alles ist gut. Wichtig ist, Insel übernehmen. Wenn du sie am Stück herunterwirkst, verspreche ich es dir gleich zu tun. Wichtig ist immer wieder die Insel übernehmen und nicht ein Schiff wurde zerstört. Und nicht nur die Anteile behalten, weil sonst bleiben die Minen, wie gesagt, nach wie vor aktiv. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt gucken wir mal. Also hier kommt. Nee, achso, das sind nur die Luftschiffe. Und hier ist so ein Handelsschiff, da können wir nochmal gucken, ob wir das Handelsschiff abfangen. Aber wie gesagt, das zählt jetzt nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Für euch, für die Mod, ist nur wichtig, dass ihr wisst, dass ihr jetzt sehr, sehr geile Buffs habt über die Fernrohre, die euch wirklich gönnen, eigentlich nur viel, viel mehr Angriffsreichweite. Und zwar viel mehr, wie eigentlich das Konto feuern kann. Es ist gerade in dem Spielverlauf, wo ich mich befinde, also gerade in dem schweren Spielstand hier mit den drei schweren Gegnern. Wir gucken sie uns nochmal kurz an. Wir haben die Lady Margaret Hunt dabei, wir haben den Admiral Vicente Silva und hier den Alonso Graves, der sowieso mit uns überhaupt nicht mehr pari geht. Und mit denen ist es wirklich, oder bei denen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir aus allen Rohren feuern und wirklich alles rausholen. Und das ist auch das ganz, ganz große Thema Reichweite. Wie gesagt, Piratenschiffe sind relativ günstig zu bauen in der Imperio. Hier könnt ihr dann die kleinen Piratenschiffe, könnt ihr dann drauf zugreifen. 2 Punkte Einfluss wird vielleicht jeder haben, außer wir gerade. Und ja, so viel dazu. Na, also das war es erst einmal zum Thema Reichweite bzw. Fernrohre, wo ihr die Teile herbekommt. Auch ganz, ganz einfach zu handeln. Hier unten bei der Isabel. Scrollt dann einfach ein bisschen weiter runter oder würfelt 2-3 Mal durch, wenn ihr die Mod nicht habt, wo ihr ein bisschen mehr würfeln könnt. Scrollt dann einfach ein bisschen weiter runter, ne, und denkt dran, ohne Asset-Anpassung haben die Schilde dann halt nur 50 Trefferpunkte, beziehungsweise die epischen haben dann 100 oder die normalen haben nur 25. Und hier seht ihr dann, zum Beispiel dieses stark vergrößerte Mikroskop für 78.000, ne, zum Kaufen. Ja, das müssen wir leider machen. Und hier gibt es dann noch, auch nochmal den guten stählernen Rumpf. Also ihr könnt euch hier mit Schilden eindecken. Hier seht ihr nicht, ne, die verstärkten Schotten leider nur mit 100. Also das ist wirklich der Mod geschuldet,
Da müsst ihr nochmal direkt, wie gesagt, in die Assets reingehen und die Mod leicht etwas anpassen, was ich euch gezeigt habe. Okay? Mehr gibt es zu der Mod nicht zu sagen, weil die Mod hat eigentlich so alles. Wir könnten nochmal zur Not nochmal schauen, ob ihr vielleicht den einen oder anderen Spezialisten, dass ich euch dann zeigen kann zum Thema Schiff, wie sich das geändert hat, gerade mit Angriffsreichweite, ne? Und hier gerade 40% Angriffsgeschwindigkeit, 20% Reichweite. Es gibt hier oben noch sehr, sehr viele Legendäre, die hier mit dazugekommen sind. Wie gesagt, der Modder, der hat wirklich zugesehen, dass er den Schiffskampf, ich sag mal, etwas zu unseren Gunsten verändert. Thema Movement Speed und Thema Reichweite, ganz, ganz wichtig. Sir John Faithful, ja, absoluter Wahnsinn, ne? Da könnt ihr euch hier mal einen kleinen Überblick verschaffen über die ganzen Spezialisten, die hier so ein ganz kleines bisschen in dieser Mod angepasst worden sind. Meine Lieben, das war's. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn auch in der nächsten Folge, in der nächsten Livestream, je nachdem, wie ihr Bock habt, Gameplay-Folge, Livestream-Mod-Folge, wie ihr gerne möchtet, hier wieder dabei seid. Alles Gute, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Zanto. Ciao, ciao.